Wir befinden uns jetzt hier auf etwa 1330 Metern Höhe. Im Hintergrund kann man das Museumsdorf Osebrero sehen. Das ist jetzt hier praktisch der Pass Osebrero, dessen Aufstieg eines der anstrengendsten auf dem Pilgerweg ist. Das Dorf selber beinhaltet sehr viele Rundbauten, typische, die schauen wir uns gleich noch an. Und auch die älteste Kapelle, die auf dem Jakobsweg entsprechend noch steht. Das hier hinter mir ist einer dieser typischen Rundbauten, die man hier in Galizien findet. Dieses hier gehört im Übrigen zu der Pilgerherberge in Fonfria. Und in diesem Rundbau, der natürlich neu gebaut ist, kann man abends sehr schöne Abendessen gemeinsam einnehmen. Das wird nur abends aufgemacht, wenn die Gäste von der Herberge hier in Fonfria zusammen Abendessen. Sehr schön, ein kleiner Geheimtipp vielleicht sogar. Das sieht da drinnen sehr, sehr urig und sehr gemütlich aus. Das Kloster Samos ist einst eins der bedeutendsten Klöster in ganz Spanien gewesen. Es wird heute bewohnt von einigen Mönchen und ist eine Pilgerherberge. Und wenn man hier übernachtet als Pilger, kann man sich morgens von den Mönchen mit gregorianischem Gesang wecken lassen. Sehr eindrucksvoll. Es gibt hier auch noch eine Schnapsbrennerei. Das Kloster ist für den Schnaps, der hier gebrannt wird, sehr bekannt. Das Kloster ist auch mal vor ein paar Jahren längere Zeit geschlossen worden, weil der Tank, wo der Alkohol aufbewahrt worden ist, explodiert ist und das halbe Kloster abgebrannt. Und ansonsten gibt es sogar noch auf der anderen Seite des Klosters gibt es noch eine Tankstelle, die gehört wirklich zum Kloster, also es ist nur eine Zapfsäule. Aber man kann praktisch dort an der Hauptstraße, die am Kloster vorbeiführt, auch tanken. Ich würde sagen, es gibt um das Kloster zwei Wege herum. Es ist eine sehr schöne Variante, hier zu übernachten, weil es ist was ganz Besonderes. Vor allen Dingen sich morgens mit diesem Gesang wecken zu lassen, das bleibt in Erinnerung. Ja, hinter mir könnt ihr den Ort Porto Marin sehen. Nicht ganz richtig, sehen kann man den im Moment nicht, er steht unter Wasser. Porto Marin ist in den 60er Jahren durch einen Staudamm unter Wasser gesetzt worden. Und das neue Porto Marin ist hier auf diesem Hügel aufgebaut. Und der komplette alte Ort liegt unter dem Wasser. Wenn Niedrigstand ist, kann man teilweise die Dächer oder die etwas höher gelegenen Häuser noch sehen. Sie wurden nicht abgebaut. Bis auf die Kirche St. Nikolas im Hintergrund. Diese wurde mit einer anderen Kirche Stein für Stein abgebaut und hier im neuen Ort wieder aufgesetzt. Auf dem gesamten Jakobsweg kommt man in zahlreiche Dörfer. Und gerade in den kleinen Dörfern fällt immer auf, so klein die einzelnen Orte auch sind, es steht immer eine alte Kirche oder eine kleine Kapelle im Ort. Meistens sehen die von außen nicht ganz so toll aus. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Kirchen gerade in den kleinen Orten gerade von innen richtig kleine Schmuckstücke sind. Das heißt, es lohnt sich durchaus, ab und zu mal, wenn man an solchen Bauwerken vorbeikommt, einfach mal zu schauen, ob sie auf sind. Es gibt ältere Kirchen, die sind komplett geschlossen.
Es gibt welche, die haben gewisse, die sind zu gewissen Zeiten geöffnet, und es gibt auch welche, die sind immer offen. Und es hat was, wenn man so in diese kleinen uralten Kirchen hineingeht, die Tür hinter sich zumacht, vielleicht das Glück hat, dass man alleine dort ist. Wenn man sich auch nur 5 oder 10 Minuten hinsetzt, es hat was Erhabenes. Es gehört irgendwie zum Jakobsweg dazu, und man sollte das auf jeden Fall das ein oder andere Mal versuchen. Wir befinden uns jetzt hier am Monte do Gozo. Von hier aus kann man das erste Mal die Türme der Kathedrale von Santiago de Compostela sehen. Es gab einen Brauch, wenn man in einer Pilgergemeinschaft unterwegs war und der erste dieser Gemeinschaft die Türme erblickt hat, der durfte sich Pilgerkönig nennen. Es ist hier von hier aus noch etwa 6-7 Kilometer bis zur Kathedrale. Und das Denkmal, was man hier sehen kann, ist errichtet worden 1993 zu Ehren des letzten Papstbesuches. Es gibt einige Pilger, die übernachten direkt hier an diesem Denkmal, um möglichst früh in Santiago de Compostela zu sein. Es wird eigentlich angeraten, wenn man nach dieser langen Pilgerreise ankommt, in Santiago de Compostela sehr früh morgens anzukommen. Dann ist halt noch sehr wenig los. Wenn man um die Mittagszeit nachmittags ankommt, sind halt die ganzen Touristen schon dort. Und es ist vom Gefühl her so, wenn man in einer relativen Einsamkeit dort ankommt und wenn halt noch nicht so viel los ist, ist der Weg in die Stadt hinein nach diesem langen Weg wesentlich emotionaler, als wenn man andauernd abgelenkt wird und hunderte von Leuten an einem vorbeilaufen. Die Kathedrale von Santiago de Compostela ist sicherlich das Highlight einer jeden Jakobswegreise. Wer hier ankommt, weiß, was er hinter sich hat, welche Strapazen teilweise. Und die Reise endet offiziell, wenn man in der Kathedrale hinter dem Altar ein paar Stufen hinaufsteigt und dort den heiligen Jakobus, der auf dem Altar auf einem Thron sitzt, von hinten praktisch umarmt. Damit ist die Jakobswegreise beendet, und dann kann man noch die tägliche Pilgermesse besuchen, die jeweils um 12 Uhr mittags unter der Woche ist. Es gibt aber sehr viele Pilger, die zusätzlich die Messe besuchen, weil es eben etwas sehr Emotionales ist. Man braucht auch eigentlich nicht zu versuchen, es zu erklären. Selbst jemand, der es mitgemacht hat, kann es keinem erklären, der den Jakobsweg nicht gegangen ist und nach so langer Zeit nicht angekommen ist. Das ist etwas Emotionales, es ist was Einzigartiges. Thank you.
Es ist sehr schade, dass man auf so einem Film die Gerüche, wo man gerade die Aufnahmen macht, nicht wiedergeben kann. Wir sind hier jetzt in den Eukalyptuswäldern von Galizien. Und dieser Duft, der hier ist, der ist enorm. Also das ist auch eine ganz tolle Atmosphäre. Es passt eigentlich zu Galizien. Galizien ist irgendwie eine ganz andere, eine völlig andere Region, wie das die anderen sind, wo der Jakobsweg durchführt in Spanien. Galizien ist so ein bisschen wie so eine Zauberlandschaft. Da passen die Gebäude und die Landschaft, die Gebäude und die Menschen, das passt noch zusammen. Also man hat teilweise das Gefühl, man läuft durch das 15. oder 16. Jahrhundert. Es gibt hier, die Orte sind hier wesentlich kleiner. Teilweise sind die Orte einfach nur ein Bauernhof. Das heißt, man läuft als Pilger quer durch einen Bauernhof. Rechts ist das Wohnhaus, links ist der Kuhstall. Und so läuft man dann auch entsprechend teilweise durch Tiere auch durch. Das heißt also, man läuft schon mal durch eine Kuhherde durch. Die Hühner watscheln über den Weg und auch anderes Getier. Ich glaube sogar, dass in einem dieser Dörfer wahrscheinlich auch das Kuhfladen-Slalomlaufen erfunden worden ist, weil teilweise muss man da schon aufpassen. Aber wie gesagt, die Eukalyptuswälder, also hier durchzugehen, ist eine absolut wahre Freude. Wenn es ein bisschen wärmer wäre, käme man sich vor wie in der Sauna mit Eukalyptusaufguss. Es ist wunderbar. Wir befinden uns jetzt hier in Finisterre am Atlantik, am Leuchtturm. Es gibt unter sehr vielen Jakobswegpilgern einen Brauch. Und zwar, wenn man hier angekommen ist und seine Kleidung oder einen Teil davon verbrennt, im Meer badet und dann abends den Sonnenuntergang anschaut, dann heißt es, dann ist man am nächsten Tag als neuer Mensch geboren. Es gibt sehr viele Pilger, die dieses Ritual verfolgen. Das kann man hier an den Klippen überall sehen. Es gibt so kleine Feuerstellen. Und der Leuchtturm, der hier übrigens steht, ist in Betrieb und ist für etwa 70% der Überwachung des Schifffahrtsverkehrs hier um Spanien rum zuständig. Es ist eine, wenn man hier den Sonnenuntergang einmal miterlebt hat. Die Pilger setzen sich einzeln überall hier in den Klippen, teilweise ein bisschen gefährlich, weil es sehr steil ist, alleine oder zu zweit hin und schauen sich dann den Sonnenuntergang an. Und ich selbst habe es miterleben dürfen, wenn die Sonne dann ganz untergegangen ist, dann gibt es hier so eine Art Applaus aus diesen, man sieht halt kaum jemanden, aber es ist auch eine sehr emotionale Geschichte, weil hier wirklich für die meisten der Pilgerweg wirklich zu Ende ist. Musik
wir befinden uns jetzt hier auf einem sehr selten begangenen Stück des Jakobsweges zwischen Finisterre und Muchia. Im Hintergrund sieht man wieder den Atlantik und dort steht direkt an der Küste eine kleine Steinkapelle, die nennt sie die Jungfrau im Steinschiff. Es soll hier mal eine Jungfrau Jakobus begegnet sein und ihm geholfen haben. Und seitdem steht diese Kapelle direkt am Meer.